TTIP-CETA, das gibt mir jetzt gute Gelegenheit, seitens der Freiheitlichen Partei einige Dinge richtigzustellen und klarzustellen. Zum einen, was das Handelsabkommen grundsätzlich betrifft, auch darauf hinzuweisen, es ist ja schon von Kollegen Haubner angesprochen worden, den Kurs, den Zickzackkurs der SPÖ zu hinterfragen. Und ich werde auch noch eingehen auf den Terminus Knebelvertrag, den der Kollege Rossmann angezeigt hat. Kollege Rossmann hat schon gesagt, selbstverständlich ist dieses Abkommen kein reines Handelsabkommen, sondern differenziert zu betrachten. Da sind mehrere Dinge drin, und das habe auch ich immer in den Jahren davor im Parlament gesagt. Da steht Freihandelsabkommen drauf, es sind aber mehrere Dinge drinnen. Erstens, selbstverständlich freihandelsrelevante Dinge wie die Senkung von Zöllen, die Senkung von Handelshemmnissen. Und da kann ich sagen, als ehemaliger Wirtschaftssprecher der Freiheitlichen Partei, damit haben wir nicht das geringste Problem. Wir haben im Gegenteil Sorge hinsichtlich der Entwicklungen, die sich jetzt in Amerika, und TTIP ist ja politisch tot, die sich in diesem Bereich in Amerika tun. Das sehen wir mit großer Sorge. Also damit haben wir überhaupt kein Problem. Auch nicht, und kein vernünftiger Mensch kann Probleme damit haben, mit dem Wunsch, einheitliche Standards zu schaffen, insbesondere im technischen Bereich. Das erleichtert vieles, und auch nicht mit dem Wunsch und dem Ziel, Deregulierungen herbeizuführen. Wenn man es negativ formuliert, Deregulierungen, wenn man es positiv formuliert, sind das ja Erleichterungen und Befreiungen von Hemmnissen und Vorschriften, die letztlich dazu dienen, die Wirtschaft zu befreien und Arbeitsplätze zu schaffen etc. Das sind die drei Punkte, da haben wir nie ein Problem gehabt. Ein Problem haben wir gehabt mit den Schiedsgerichten, das ist ja auch keine Frage. Diesen stehen wir kritisch gegenüber. Insoweit haben wir auch, und das ist ja überhaupt kein Thema, dass wir das jetzt wegleugnen oder wegdiskutieren, immer klar gesagt. Unser politischer Wunsch, und das haben wir auch angekündigt in den Wahlen, ist es, hinsichtlich dieses Themas eine Volksabstimmung zu machen. Ich werde Ihnen dann aber erklären, warum diesem Wunsch nicht entsprochen werden konnte. Das hängt ein bisschen auch mit demokratischem Selbstverständnis zusammen und mit der Erkenntnis, dass die Freiheitliche Partei nicht 100% der Wählerstimmen erreicht hat, sondern 26%, und den Rahmenbedingungen, die sich nach dieser Wahl im Oktober ergeben haben, nämlich in Wahrheit zwei Alternativen. Alternative 1, wir tun so weiter, das heißt, das Land tut so weiter wie bisher, eine totale Stillstandsregierung der letzten Jahre. Oder Alternative 2, wir bilden eine Regierung des Aufbruchs, der Veränderung für unsere Republik. Das waren die Alternativen. Warum waren das die Alternativen? Ganz einfach, weil die Österreichische Volkspartei immer klar war in dieser Richtung und uns klar und deutlich gesagt hat, wenn ihr eine Volksabstimmung wollt, und ich war selbst intensiv bei den Regierungsverhandlungen beteiligt, dann stehen wir auf, dann beenden wir das, dann gibt es keine Regierung zwischen ÖVP und FPÖ. Dann hätten wir gehabt ein unregierbares Land, beziehungsweise die Fortführung der Stillstandsregierung der letzten Jahre, und da geht es schon um Wahrnehmung staatspolitischer Verantwortung. Der Kollege Leichtfried bezeichnet es als Verrat. Ich hätte dabei ein paar andere Termini für diese Vorgehensweise. Mir fällt da eher ein, das Wahrnehmen von staatspolitischer Verantwortung für dieses Land. Die Respektierung des Wählerwillens, der klar und eindeutig nach dieser Wahl zu erkennen war. Insoweit, die Wähler wollten Veränderung, die Wähler wollten Aufbruch, die Wähler wollten eine neue Politik für dieses Land, die wir jetzt auch mittlerweile umsetzen, jeden Tag, jede Woche. Wir sind erst ein halbes Jahr im Amt. Aber wenn Sie sich anschauen, was im Bereich der Sicherheitspolitik, im Bereich des Grenzschutzes, im Bereich des guten und sinnvollen Umgangs mit staatspolitisch gefährlichen Institutionen wie radikalem Islam geschehen ist bisher, dann ist das durchaus sehr beachtlich. Wenn Sie sich anschauen, was diese Regierung in den letzten 6 Monaten geleistet hat im Bereich der Migrationspolitik, im Bereich der Familienpolitik, Familienbonus, ist mehrmals schon gesagt worden, im Bereich der Klima- und Energie- und Umweltpolitik,
Diese Regierung schafft in 5 Monaten eine Klima- und Energiestrategie, etwas, was die vergangenen Regierungen in Jahrzehnten nicht geschafft haben. In der Wirtschaftspolitik, diese Regierung gibt klare Signale an die Wirtschaft und heute hat da ein Bashing stattgefunden gegenüber dem Herrn Bierer. Kollegin Fürst hat das ja sehr, sehr gut auch unseren Standpunkt hier dargelegt. Wenn es unser Selbstverständnis von Wirtschaftspolitik wäre, und das ist es nicht, Leitbetriebe und Leitunternehmer in Österreich in der Art und Weise zu kritisieren, dann ist das nicht freiheitliche Politik, sondern ganz im Gegenteil. Wir machen eine Wirtschaftspolitik gemeinsam mit der Österreichischen Volkspartei und setzen Signale an die Wirtschaft. Und selbstverständlich gibt es da eine Korrelation zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und das können wir uns nicht wegdiskutieren, die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, nämlich der dramatische Rückgang der Arbeitslosenzahlen und der dramatische Anstieg der Wirtschaftsleistung. Das können wir uns beim besten Willen nicht wegdiskutieren. Und selbstverständlich gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem, was die Regierung macht und diesen Zahlen, insoweit, als dass Wirtschaft immer eine Frage von Erwartungshaltungen ist. Investitionen ist eine Frage von Erwartungshaltungen. Und die Wirtschaft, und ich rede doch mit dem einen oder anderen Vorstandsvorsitzenden, aber auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, gibt uns das Signal, ihr macht das genau richtig. Wir haben Vertrauen in diese Regierung, ihr schafft jetzt Rahmenbedingungen, wo wir uns auch wieder getrauen zu investieren. In der Bildungspolitik, ein Durchbruch in der Bildungspolitik, war ich auch bei den Verhandlungen beteiligt. Die Stimmung ist gut in der Koalition, die ist auch deshalb gut, weil wir uns in vielen inhaltlichen Dingen einig sind, auch in vielen Dingen einig sind, dass das, was die letzten 10, 15 Jahre hier passiert ist, einfach nicht erträglich ist und wir das eben anders machen wollen und besser machen wollen. Auch in der Budgetpolitik, noch einmal, wir sind erstmalig in der Lage, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren, haben einen klaren Entwicklungspfad auch Ja, Sie können jetzt sagen, schwache Rede, das ist jetzt Ihre subjektive Beurteilung. So, ich komme zum Schluss. Auch in der Budgetpolitik. Und so, und die entscheidende Frage ist jetzt die, der Heinz-Christian Strache ist zitiert worden, wenn es nach mir ginge, würde er dieses und jenes machen. Ja, aber der Heinz-Christian Strache ist ein Demokrat und weiß, dass die Freiheitliche Partei 26% hat und nicht 100%. Da ist überhaupt kein Widerspruch. Das heißt, das war und das bestreiten wir auch nicht. Wir wollten diese Volksabstimmung. Wenn wir das durchgezogen hätten, dann wäre das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, nicht möglich. Wir haben das politisch entschieden, aus einer Verantwortung gegenüber unseren Wählern, aus einer Verantwortung heraus für unser Land und haben die Entscheidung getroffen, ja, die Krot fressen wir, weil das wichtig ist, weil wir dieses Programm... Und das CETA hätten wir trotzdem bekommen mit der SPÖ, das ist sowieso auch klar. Axel Kasseker von der FPÖ begründet den Schwenk in der CETA-Frage mit der Wahrnehmung staatspolitischer Verantwortung durch seine Partei.